Wir sprechen heute über ein Thema, das immer mehr in Mode kommt, das Wassertrinken. Mein Gesprächspartner ist Karl-Heinz Asenbaum, der sich seit 10 Jahren mit einem Buch nach dem anderen dafür einsetzt, dass wir mehr Wasser trinken. Aber auch, dass wir besseres Wasser trinken. Da sind Sie ja nun nicht der Einzige. Wenn ich nur an die sehr erfolgreichen Bücher von Dr. Batman Gelitsch denke, vor allem an seinen Bestseller »Sie sind nicht krank, Sie sind durstig«, indem er uns mit seinen erstaunlichen Erfahrungen konfrontiert hat, wenn er Patienten ausschließlich mit Wasser und einem bisschen Salz therapiert hat. Batman Gelitsch hat ja seine Erfahrungen mit Wassertherapien hauptsächlich als Arzt in einem iranischen Gefängnis gemacht. Da bin ich mir aber nicht so sicher, ob er da so etwas wie besseres Wasser zur Verfügung hatte. Jedenfalls wohl nicht besser als das wirklich gut kontrollierte Wasser, das wir in Europa aus jeder Leitung zapfen können. Batman Gelitsch ist dann aber in die USA geflüchtet und hat dort eine Stiftung gegründet mit dem Namen Für das Einfache in der Medizin. Damit hat er die dortige Szenerie der Alternativmedizin auf das Wasserthema gedreht. Diese Stiftung gibt es aber inzwischen nicht mehr und Batman Gelitschs Arbeiten wurden von ernsthaften Fachzeitschriften wie dem Lancet abgelehnt. In seinem Buch beschreibt er ja ausführlich seinen ständigen Kampf mit der etablierten Medizin und die wirft ihm vor, er hat zwar viele Fälle von Heilung durch seine Wasserkur präsentiert, aber niemals kontrollierte Studien durchgeführt. Dr. Batman Gelitsch ist aber schon 2004 gestorben. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, weil ich mich erst seit 2004 überhaupt mit dem Wasserthema beschäftige. Ich hätte ihn gerne davon überzeugt, dass es besser wäre, nicht irgendein Wasser mit ein bisschen Salz zu trinken, sondern ein leicht basisches, elektroaktiviertes Wasser. Ja, ich merke schon, Sie möchten gerne schnell zu Ihrem Lieblingsthema kommen, aber ich will doch noch ein bisschen bei Dr. Batman Gelitsch bleiben. Gerade weil er in seinem Buch Wasser hilft bei Allergien, Asthma und Lupus vor Leuten wie Ihnen warnt, die basisches Wasser zum dauerhaften Trinken propagieren. Genau darüber hätte ich ja gern mit ihm gesprochen. Ja gut, dann sprechen Sie jetzt eben mit mir darüber. Sie haben 2006 in Ihrem mit dem Bad Füssinger Kurarzt Dr. Walter Irlacher verfassten Service-Handbuch Mensch ein ganzes Kapitel dem Thema Trink dich basisch gewidmet. Und 2008 haben Sie ein weiteres Buch mit dem Titel Trink dich basisch nachgelegt. Da sind Sie doch letztendlich einer, vor dem Dr. Batman Gelitsch gewarnt hat. Eleganter Umkreisungsversuch. Aber weder ich noch meine Mitautoren, Dr. Irlacher und Dietmar Ferger, sind in diesem Kreis, den Batman Gelitsch kritisiert hat. Ich zeige Ihnen hier mal eine Grafik, wo wir stehen. Da sehen Sie die bei Wasser grundsätzlich möglichen pH-Werte. Basisches Wasser ist alles, was einen höheren pH-Wert als 7 hat. Batman Gelitsch wendet sich gegen das, was in den USA eine Zeit lang unter dem Einfluss des Koreaners Sang-Wang propagiert worden ist, nämlich Wasser von pH 10 oder sogar über pH 11 dauerhaft zu trinken. Da bin ich voll der Meinung von Batman Gelitsch. So etwas kann man höchstens mal kurzfristig unter ärztlicher Überwachung sinnvoll tun, aber bei pH 9,5, also einer nur mittleren Basizität, ist mit einem dauerhaften Trinken definitiv Schluss. Die deutsche Trinkwasserverordnung erlaubt für das dauerhafte Trinken pH-Werte von 6,5 bis 9,5. Das ist gesichert für diesen Bereich, gibt es nämlich keinerlei Hinweise darauf, dass durch lebenslängliches tägliches Trinken ein gesundheitlicher Nachteil entsteht. Gäbe es auch nur so einen einzigen wissenschaftlichen Hinweis, wäre die Regierung längst verklagt worden. Die meisten Trinkwasserversorger liefern den Verbrauchern Leitungswasser mit einem pH-Wert um 7,5, also ein leicht basisches Wasser. Das sauerste, was sie uns liefern dürfen, ist pH 6,5. Und wir sagen, warum sollen wir uns an der Untergrenze der Trinkwasserverordnung bewegen, wenn wir durch geeignete Aufbereitungsmethoden auch Wasser trinken könnten, das sich an der Obergrenze zwischen pH 9 und 9,5 bewegt. Das halten wir nämlich für wichtig, weil wir davon überzeugt sind, dass die meisten Menschen in den Industriestaaten heutzutage mit einer tendenziellen chronischen Übersäuerung zu kämpfen haben. Davon sind aber zumindest nicht alle Mediziner überzeugt. Das Thema Übersäuerung steht ja, um es jetzt mal sehr sanft auszudrücken, unter Fachleuten eher unter dem Geruch der Pseudowissenschaft.
Schließlich hat der menschliche Körper ausgefeilte Puffermechanismen, um Säuren abzubauen. Machen Sie sich da nicht lächerlich, wenn Sie sagen, dass man mit einem bisschen basischem Wasser eine Übersäuerung abbauen kann. Die wissenschaftlichen Kreisen zugrunde gelegt gar kein Problem darstellt. Was ist denn ein bisschen basisches Wasser im Vergleich zu der Masse an basischen Mineralien, die der Körper sowieso bereithält, um einer Übersäuerung, wenn sie denn überhaupt existiert, einer solchen Übersäuerung Paroli zu bieten? Lassen Sie mich mal in die Rolle eines Mediziners schlüpfen. Der lernt im Grundstudium, dass eine Übersäuerung als Azidose bezeichnet wird, die zu einem lebensbedrohlichen Zustand führt, weil dann das Blut aus seinem lebenswichtigen pH-Fenster von 7,35 bis 45 nach unten hinauskippt. Da hilft am schnellsten eine Infusion mit Bicarbonat, denn mit dieser Puffersubstanz würde auch ein gesunder Körper als erstes eine Azidose bekämpfen. Damit ist der medizinische Notfall schnell behoben und der Arzt hat ihr Leben gerettet und darf Ihnen eine Rechnung schreiben. Wenn er Ihnen in einem solchen Fall stattdessen nur basisches Wasser zu trinken gegeben hätte, dann würde die Rechnung bei Ihren Erben eintrudeln, denn Sie wären mausetot, denn basisches Wasser ist immer noch in der Hauptsache Wasser und enthält im Vergleich zu Bicarbonat nur wenige Basen. Ja, aber Moment, dann war Ihr Buchtitel Trink dich basisch, also ja doch falsch, weil man sich mit basischem Wasser letztendlich gar nicht basisch trinken kann. Natürlich kann man das, aber nicht im Notfall, wenn es um Minuten und ums Überleben geht. Bei einem Herunterkippen des Blut-pHs, wie er bei einer akuten Azidose auftritt, ist ja die letzte Bastion des Körpers gegen eine Übersäuerung bereits zerstört worden. Nehmen wir mal an, Sie wiegen 60 Kilogramm. Davon sind mindestens die Hälfte, also 30 Kilogramm Wasser. Davon wiederum sind vielleicht 3 Kilogramm Wasser im Blut. Wenn nun Ihr Blut so sauer wird, dass seine Puffermechanismen kapitulieren und der pH-Wert unter 7,35 fällt, dann sind schon vorher die Puffermechanismen außerhalb der Adern zusammengebrochen. Dann sind 57 von Ihren 60 Kilogramm bereits übersäuert. Mehr als 5 Liter basisches Wasser, wie es zum Beispiel die japanischen Mediziner bei Krebspatienten einsetzt, kann man sowieso nicht trinken. Es würde also viel zu lange dauern, um damit eine ins Blut vorgedrungene Azidose zu kurieren. Mit dem Trinken von basischem Wasser können wir danach nur prophylaktisch arbeiten und das Fortschreiten der Übersäuerungskaskade ausbremsen. Die Kaskade fängt mit harmlosen Muskelschmerzen und Wadenkrämpfen an. Der typische Kater ist das erste Signal, das unser Körper aussendet, wenn sich ein Übersäuerungssyndrom bildet. Dr. Irlacher hat das Fortschreiten des Syndroms in unserem Servicehandbuch Mensch ausführlich dargestellt. Mit dem basischen Wasser halten wir permanent dagegen. Es wirkt, wie er sich ausdrückt, als Perpetuum mobile der Entsäuerung. Und das ist der strategisch beste Ansatz von allen. Denn Wasser ist mit einem Volumenanteil bis zu 65% der absolute Mehrheitsaktionär in unserem Körper. Ich finde es wirklich eines der kuriosesten Rätsel der westlichen Medizin, dass die Ärzte sich fast gar nicht mit dem Mehrheitsaktionär beschäftigen, sondern sich um Minderheitsfraktionen wie einzelne Organe kümmern, die aber auch nur in einem bestimmten pH-Fenster funktionieren, das von seiner überwiegend wässrigen Umgebung bestimmt wird. Ja, nun sind Sie aber kein Arzt, sondern waren ursprünglich Politikwissenschaftler und Rundfunkjournalist, bevor Sie überhaupt anfingen, sich für Medizin zu interessieren. Genau deswegen rede ich auch gerne von Mehrheiten. Weil ich überzeugt bin, dass sich genauso wie ein Staat unsere Gesundheit am besten durch Mehrheiten regieren lässt. Und die absolute Mehrheit unseres Körpers besteht nun mal aus basischem und nicht aus saurem Wasser. Wieso sollten wir es dann nicht trinken? Weil es gegen Ihre Art von Gesundheitspolitik eine sehr starke Opposition gibt. Dann lassen Sie mir mal hören, was diese Opposition zu sagen hat. Vielleicht kann man sie ja sogar mit Ihren eigenen Argumenten schlagen. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch Elektroaktiviertes Wasser, eine Erfindung mit außergewöhnlichem Potenzial, dass das Trinken von basischem Aktivwasser nicht einmal dann den pH-Wert der Magensäure nennenswert anheben kann, wenn man Magensäure mit ihrem Wasser im Verhältnis 1 zu 100 verdünnt. Damit schießen Sie Ihre Trink-dich-basisch-Theorie doch selbst ab. Denn beim Trinken von basischem Wasser plumpst ja praktisch jeder Schluck erstmal in die Magensäure und puff, wird alles
basische darin neutralisiert. Die Erde ist eine Scheibe und der Magen ist unheimlich sauer, wie ein Fass Salzsäure. Ja, manche Märchen lassen sich nur schwer aus den Köpfen entfernen. In Wahrheit ist die Erde ein Rotationsellipsoid und der Mageninhalt meistens basischer als ein Glas Orangensaft. Aber der Magensaft hat doch einen pH-Wert von ungefähr 2. Und ein Orangensaft, nach Ihren eigenen Angaben in Ihrem Buch, liegt bei etwa 3. Damit ist doch auf der logarithmischen pH-Skala der Orangensaft 10-mal basischer als der Magensaft. Dr. Irlacher und ich haben ja diesen Vergleich vom Menschen mit einem Automobil aufgebracht. Benzin wird nur verbraucht, wenn Sie aufs Gas drücken. Und wenn Sie aufs Gas drücken, ohne dass der Motor vorher gezündet wurde, dann passiert gar nichts. So ähnlich ist das mit dem Magen. Wenn der nicht in Fahrt ist, dann steht er sozusagen in der Garage und sorgt mit einem pH-Wert von etwa 4 dafür, dass sich keine Keime in ihm einnisten. Die Belegzellen, die für die Magensaftproduktion zuständig sind, liegen da praktisch im Halbschlaf. Erst wenn der Zündschlüssel hineingesteckt wird, wachen die auf. Das Zündschloss liegt im Kopf und springt in den Leerlauf, wenn wir an Essen denken. Wenn dann nicht bald Essen eingeschoben wird, dann knurrt der Magen, weil sein pH-Wert nun schon auf etwa 3 gesunken ist. Wenn jetzt kein Essen kommt, muss der Magen auch noch Schleim produzieren, damit er nicht anfängt, sich selbst zu verdauen. Je nachdem, was wir dann essen, ist es ähnlich wie beim Autofahren. Spaghetti-Nudeln oder Reis sind Autobahnen im Flachland. Die winkt der Magen schnell durch, weil er sich in der Hauptsache für Eiweißreiches interessiert. Steaks und Schweinebraten, die sind wie steile Bergstrecken. Da geben die Belegzellen Vollgas und schießen Magensäure und Enzyme ein, die den pH-Wert des Magens möglichst weit senken. Also nur bei eiweißreicher Nahrung wird der Magen wirklich sauer. Na gut, das mag so sein, aber wenn ich dann zum Essen Wasser trinke, also basisches Wasser, dann verpufft das doch und verdünnt den Magensaft zur Magensuppe. Auch wenn der pH-Wert der Magensuppe praktisch unverändert niedrig bleibt, wie es in Ihrem Buch dargestellt wird, da bringt mir doch das Trinken von basischem Wasser rein gar nichts. Na, sagen wir mal, es bringt ein bisschen weniger, als wenn wir das basische Wasser auf nüchternen Magen trinken. Das mit der Magensuppe ist aber nicht ganz richtig. Fettes und eiweißreiches Verdauungsmaterial, das mit Magensaft vermengt wird, verbindet sich nämlich gar nicht so leicht mit klarem Wasser. In dem wunderbaren Buch Darm mit Charme hat Julia Enders das sehr schön dargestellt, was da passiert. Der gefüllte Magen liegt nämlich wie eine runde Wurst ziemlich quer im Oberbauch. Dabei liegen der Eingang und Ausgang des Magens auf der Oberseite, während das Verdauungsgut unten wie in einem Sack liegt. Kommt nun Wasser aus der Speiseröhre, gleitet es über den Verdauungsbrei hinweg direkt zum Magenausgang über den Pförtner in den Darm. Das kommt also nur am Rande mit der Magensäure in Berührung. Gut, auch das mag sein. Zumindest wenn man nicht wie die alten Römer im Liegen isst. Dennoch kann man schon mit einem Tropfen konzentrierter Säure einen Liter basisches Wasser sauer machen. Aber wie soll man sich da basisch trinken können? Das funktioniert direkt, aber vor allem indirekt. Die meisten werden mir zustimmen, dass es gesünder ist, Leitungswasser zu trinken, anstatt seinen Wasserbedarf mit Hilfe einer Cola zu decken. Leitungswasser hat auf diesem Bild einen pH von 7,4, die Cola pH 2,7. Die Cola ist aber auf der sauren Seite viel stärker gepuffert als das Leitungswasser auf der basischen. Daher braucht man 32 Gläser Leitungswasser, um ein Glas Cola auf pH 7 zu neutralisieren. Nehmen wir stattdessen basisches Aktivwasser, das wir aus dem Leitungswasser hergestellt haben, brauchen wir nur 16 Gläser, um die Cola zu neutralisieren. Das ist der direkte Effekt. Der indirekte Effekt besteht daran, dass wir anstelle saurer Getränke basisches Aktivwasser trinken und dadurch einen viel geringeren Neutralisierungsbedarf in unserem Körper aufbauen. Man kann sich natürlich nicht in einem Tag basisch trinken, aber vielleicht in einem Jahr, indem man saure Getränke nicht vollständig, aber teilweise nach und nach vom Speisezettel verdrängt. Aber wieso jetzt vom Speisezettel? Wir sprechen doch jetzt nur vom Trinken. Nach meiner und Dr. Irlachers Überzeugung
ist es heute so, dass die meisten Überkalorien und Säurebelastungen durch Getränke zugeführt werden. Die meisten Diätbücher sollten in Trinkratgeber umgeschrieben werden, dann wären sie viel wirksamer. Falsches Trinken, nicht nur wegen der alkoholischen Getränke, richtet einen viel größeren Gesundheitsschaden an als falsches Essen. Und damit wollen Sie uns dazu verleiten, viel Geld für einen elektrischen Wasserionisierer auszugeben. Jetzt müssen Sie nur noch sagen, dass man dadurch auch noch garantiert abnimmt, dann werden Sie bestimmt ganz viele dafür gewinnen. Wenn Sie jetzt mal nicht an Sumo-Ringer denken, wie viele wirklich übergewichtige Japanerinnen und Japaner sind Ihnen eigentlich bekannt? In Japan trinkt jeder vierte basisches Aktivwasser. Die werden im Durchschnitt auch älter als wir, aber im Ernst, niemanden kann man versprechen, dass er abnimmt, wenn er nicht weniger Kalorien zu sich nimmt, als er verbraucht. Ob Sie jetzt kalorienhaltige Getränke durch basisches Wasser ersetzen, durch Leitungswasser oder Mineralwasser, ist dabei ziemlich egal. Denn Wasser ist nun mal kalorienfrei, weil wir allein schon durch den Verzicht auf die vielen Kalorien aus den üblichen Getränken leicht in die unterkalorische Abnehmphase kommen können. Trotzdem, basisches Wasser hilft trotzdem besser beim Abnehmen, als wenn Sie ebenfalls kalorienfreien, sauren Sprudel trinken. Wissen Sie warum? Weil Fettgewebe aus Fettsäuren besteht? Exakt. Wenn Sie längere Zeit weniger Kalorien zu sich nehmen, als Sie verbrauchen, beginnt der Abbau des Fettgewebes. Das ist mit einer ziemlich unangenehmen Freisetzung gestapelter Fettsäuren verbunden, die dann abgebaut und ausgeschieden werden. Dabei hilft das basische Aktivwasser enorm. Das kann man sogar im Blutbild sehen. Dr. Erlacher hat das in unserem Servicehandbuch Mensch bei einem Heilfaster dokumentiert. Da sieht man, wie sich das Blut innerhalb von 5 Fastentagen entmüllt. Okay, nur Dunkelfeldmikroskopie ist jetzt auch nicht gerade eine wissenschaftlich gesicherte Nachweismethode. Da gibt es sicher einige, die da zu viel hineininterpretieren. Keine Frage, stimme ich Ihnen voll zu. Gerade zu Hanebüchen, was da aus dem Blut herausgelesen wird, wie auf dem Jahrmarkt aus dem Kaffeesatz. Das tun wir aber nirgendwo. Wir zeigen nur, wie sich die Fließfähigkeit des Blutes verbessert und welche Verunreinigungen des Plasmas verschwinden. Das sind Dinge, die man auch vom Laborcomputer gegenchecken lassen kann. Das ist aber viel teurer und langwieriger. Außerdem checkt ein Laborcomputer kein lebendiges Blut, sondern er zählt nur tote Zellen. Da bietet die Vitalblutanalyse schon eine besondere Qualität. Natürlich muss man auch Messungen durchführen, wenn der Blick aufs Blut auf bestimmte Probleme hindeutet. Und was zum Beispiel? Wenn zum Beispiel schlierige Eiweißstrukturen zu sehen sind, dann sollte man den Homozysteinspiegel messen, ein für das Herz-Kreislauf-System gefährliches Eiweiß. Oder besonders auffällige Harnsäurekristalle. Dann schickt man die Blutprobe zur quantitativen Harnsäurebestimmung ins Labor. Nach Dr. Erlachers Erfahrungen lassen sich solche Werte allein durch das Trinken von basischem Aktivwasser deutlich verbessern. Harnsäurebelastungen treten besonders häufig auf, wenn die Patienten mit Blutdrucksenkern behandelt werden, die gleichzeitig entwässernd wirken, weil diese Medikamente den Harnsäureabbau blockieren. Das steht auf jedem Beipackzettel dieser Medikamente. Dennoch werden sie fast routinemäßig verordnet. Man tauscht so den Bluthochdruck gegen die Harnsäurekrankheit Gicht und braucht weitere Medikamente. Ich fürchte, Sie sind gerade dabei, sich in Rage gegen die Schulmedizin zu reden. Vielleicht kehren wir erstmal zum Thema Wasser zurück, bleiben aber trotzdem auf dem Gebiet der Medizin. Es gibt ja Heilwässer, staatlich anerkannt, zum Trinken gegen bestimmte Krankheiten. Dafür gibt es ein klares Kriterium. Es muss ein natürliches, unbehandeltes Wasser sein, das seine Heilkraft in wissenschaftlichen Studien bewiesen hat. Das trifft alles für Ihr basisches Aktivwasser nicht zu. Moment, da muss ich teilweise widersprechen. Wobei ich Ihnen aber auch vorher recht gebe, denn ein Heilwasser im Sinne der heutigen Heilwasserverordnung ist basisches Aktivwasser tatsächlich nicht. Es wird ja technisch durch Elektrolyse in einem Wasserionisierer hergestellt, ist also nicht unbehandelt.
Auch wenn das zur Herstellung verwendete Wasser aus einer natürlichen Quelle stammt. Was aber die Heilkraft angeht, so gibt es vielerlei Studien, vor allem bei Stoffwechselkrankheiten darüber, worunter auch solche sind, die die Heilkraft mit bekannten Heilwässern vergleichen. Am bekanntesten und wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung weitreichendsten sind hier die Studien des japanischen Professors Sanetaka Shirahata. Er hat in einer Untersuchung verschiedener Mineral- und Heilwässer im Vergleich zu basischem Aktivwasser und Vitamin C nachgewiesen, dass es einen Spitzenplatz einnimmt bei der Bekämpfung freier Radikale, die als Zellschädiger die Ursache sehr vieler Krankheiten sind. Es ist sogar besser als Vitamin C. Und Wasser kann man natürlich viel mehr trinken als Vitamin-C-Lösung, weil man davon Durchfall bekäme. Nun hat aber Professor Shirahata, wie ich ebenfalls Ihrem Buch entnommen habe, festgestellt, dass nicht das Basische des Wassers für diese biologische Schutzfunktion verantwortlich ist, sondern atomarer Wasserstoff. Später hat dann Shigeo Ota, ein anderer japanischer Professor, festgestellt, dass das auch molekularer Wasserstoff kann. Also simples Wasserstoffgas, mit dem heute schon manches Auto fährt. Also ist es doch vor allem wichtig, dass ein Heilwasser wasserstoffreich ist. Und das Basische kann man im Prinzip doch total vergessen. Man muss bloß Wasserstoff in irgendein leckeres Wasser reinpumpen, genau wie man Kohlensäure reinpumpt und schwupps hat man ein Heilwasser. Na gut, Heilwasser darf man nicht sagen. Sagen wir mal den King of Table Waters. Da braucht man doch keinen Wasserionisierer, sondern nur so etwas wie einen Soda-Automaten mit Gaspatrone. Ja, nur, dass man Wasserstoff-Gaspatronen nicht in jedem Kaufhaus bekommt, weil die Lagerung solcher Patronen nicht ungefährlich ist. Da stellt man sich lieber mit einem Wasserionisierer genau die geringe Menge her, die man braucht. Das sind rund 1,5 Milligramm bzw. 1500 ppm. Und das ist völlig ungefährlich. Ich finde es übrigens bemerkenswert, dass ausgerechnet der Entdecker des Vitamin C, Albert St. Görgi, bei seiner Nobelpreisrede gesagt hat, dass es im Leben nur um eines geht, nämlich Wasserstoff zu gewinnen. Das war im Jahr 1937. Genau in dem Jahr wurde Wasser aus einem Wasserionisierer in den deutschen Arzneimittelkodex aufgenommen. Albert von St. Görgi sagte damals, unser Körper kennt wirklich nur einen Treibstoff. Wasserstoff. Unsere Nahrung, Kohlenhydrate, ist im Grunde nach nur ein Wasserstoffpaket und das Hauptereignis bei seiner Verbrennung ist die Abspaltung von Wasserstoff. Man weiß das also schon sehr lange, könnte es wissen. Aber der Wasserionisierer hat noch zwei weitere Vorteile, außer dass er ein Wasserstoffsprudler ist. Er macht das Wasser nämlich basisch und das bedeutet zugleich, dass mehr Wasserstoff und damit mehr Energie darin gespeichert werden kann. Weil die Löslichkeit von Wasserstoffgas im Wasser mit steigendem pH-Wert zunimmt. In einem sauren Mineralwasser kriegen Sie einfach nicht so viel Wasserstoff unter. Das ist also ein weiterer Vorteil des Basischen. Was ist der weitere Vorteil? Sie sprachen von zwei Vorteilen des Wasserionisierers. Sind das diese kleineren Wassercluster, von denen die Hersteller von Wasserionisierern immer reden, oder... Über diese angeblichen kleineren Wassercluster lacht sich wirklich jeder kaputt, der sich auch nur ein bisschen mit Wasser beschäftigt hat. Kurz gesagt, es gibt sie, ja. Man kann sie mit Hilfe von Kernspinresonanztomographie messen, ja. Aber sie existieren nur für Bruchteile von Sekunden, da sich die Wassercluster im Terasekundenbereich verändern. Im Übrigen sind kleine Wassercluster gar nichts Besonderes. Sie treten bei jeder Art von Verwirbelung kurzfristig auf. Und ein Wasserionisierer mit seiner Elektrolysezelle sorgt für erheblichen Wirbel im Wasser. Auch bei sehr kaltem Wasser werden die Wassercluster kleiner, denn ihre Größe ist vor allem sehr stark von der Temperatur abhängig und sie werden immer größer, je näher das Wasser durch das Trinken der Körpertemperatur kommt. Bei 37 Grad kann es keine kleinen Wassercluster geben, aber das ist die Temperatur, in der das Wasser nach dem Trinken zu unseren Zellen durchdringt. Und wenn das Wasser, das wir getrunken haben, dann dort an der Zellmembran ankommt, ist sowieso Schluss mit allen Wasserclustern, weil die Aquaporine, das sind die Wassereinlassventile der Zellwand, keine Cluster, sondern nur einzelne Wassermoleküle durchlassen.
Aber die neue Wasserforschung von Professor Pollack hat doch nachgewiesen, dass es auch bei wärmerem Wasser hexagonale Strukturen gibt. Und Hexagone, also Sechsecke, sind doch so wie Schneeflocken oder Eiskristalle sehr kleine Wassercluster. Ich finde es gut, dass Sie von hexagonalen Strukturen sprechen und nicht diesen dummdusseligen Begriff hexagonales Wasser in den Mund nehmen. Es gibt Leute, die sogar hexagonales Wasser verkaufen, wohlgemerkt Wasser, kein Eis. Manchmal holen sie es in der Tat flaschenweise von Gletschern aus Grönland. Da war es tatsächlich mal Eis und hexagonal, aber beim Schmelzen werden die Cluster allesamt multipolygonal, das heißt, sie springen je nach Temperatur von einer Clusterform in die andere. Und damit zu der ganz anderen Sache, die Gerald Pollack als sogenanntes EZ- oder Exklusionszonenwasser beschreibt. Man muss sich das so vorstellen, dass jedes Wasser irgendwo in sich endlich ist und an einer Grenze auf etwas stößt, das nicht Wasser ist, also die Wasseroberfläche, wo das Wasser mit der Luft in Kontakt kommt. Oder der Boden einer Badewanne, die Wände eines Aquariums, das Ufer eines Sees, die Küste eines Meers. Überall an solchen Grenzflächen, sofern sie nicht wasserabstoßend sind wie ein Ölteppich, der auf dem Wasser treibt, kommt es zu einer dünnen Grenzfläche, zu einem Interface-Phänomen, dessen Natur Pollack als hexagonal beschrieben hat. Es ist ähnlich wie Eis, aber ein bisschen anders aufgebaut. Beide Formen hexagonalen Wassers entledigen sich aber der meisten ihrer gelösten Stoffe, was man als eine Ausschluss- oder Exklusionszone bezeichnet. Die natürlichen im Wasser gelösten Stoffe, meist Mineralsalze, werden quasi aus dieser Zone herausgepresst und in die Hauptmasse des restlichen Wassers gedrückt. Um ein Beispiel zu nennen, wenn Sie mit einem superflachen Nanostrohhalm Wasser von der Oberfläche des Meeres saugen würden, wäre es salzfreies, trinkbares, hexagonales Wasser. Sie müssen allerdings lange schlürfen, denn die EZ-Schicht ist in der Regel sehr, sehr dünn. Und dieses Wasser wäre nach Pollacks Untersuchungen auch leicht basisch, weil das Interface- oder EZ-Wasser so strukturiert ist, dass es Protonen, also vereinfacht gesagt die Sauermacher von Wasser, ebenfalls rausschmeißt und nur die Hydroxidionen drinnen behält, die das Wasser basisch machen. So, und was nützt uns das alles jetzt für die Gesundheit, dieses genau. Wissen? Ist denn nun EZ-Wasser etwas Ähnliches wie das Wasser aus einem Ihrer Wasserionisierer? Ich weiß nicht, wie Pollack diese Frage beantworten würde, aber ich kann's. Dazu muss ich Ihnen aber noch ein bisschen mehr über EZ-Wasser erzählen. Die Exklusionszonen sind nämlich nicht nur ein Außenphänomen, sondern auch ein Innenphänomen von Wasser. Nehmen wir einen Kalkstein, der vom Wasser so lange umspült wird, bis er sich auflöst. Aus dem Calciumcarbonat löst sich die Kohlensäure und die Calciumionen schweben im Wasser herum, um nicht nur die Korallenriffe zu erfreuen. Calciumionen sind ausgesprochen hydrophil, lösen sich also gerne im Wasser auf. Also entsteht eine hydrophile Grenzfläche zwischen dem Calciumion und dem Wasser drumherum. Dieser hauchdünne Grenzraum ist also rein rassiges, hexagonal strukturiertes Wasser. Je mehr Calciumionen, desto mehr Grenzflächen, desto mehr Exklusionszone, desto mehr hexagonal strukturiertes Wasser. Nun schauen wir uns einen Wasserionisierer an. Der schafft, vereinfacht ausgedrückt, die Calciumionen aus 2 Litern Wasser in 1 Liter Wasser. Und zwar in die Kathodenseite, dort, wo das basische Wasser entsteht. In der Folge entsteht also mehr hexagonales Wasser darin. Ob das jetzt gerade deswegen so toll ist oder ob einfach mehr Mineralien besser sind, das wird uns der Herr Pollack bestimmt in seinem nächsten Buch erklären. Mir ist es ehrlich gesagt. Die Frage ist, sind denn mehr Mineralien im Wasser überhaupt gut? Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, Mineralien im Wasser sind tot und anorganisch. Und nur organische Mineralien aus der Ernährung nützen uns etwas. Wenn das so wäre, dann gäbe es weder Pflanzen noch Tiere noch die Milch von der Kuh und uns auch nicht. Die Rede von organischen Mineralien ist ein geradezu grotesker Unsinn. Calcium und Magnesium zum Beispiel sind ganz weiche Metalle, die für immer und ewig anorganischer Natur sein werden. Das Gras trinkt Wasser mit Kalzium. Die Kuh frisst Gras und trinkt Wasser mit Kalzium. Sie gibt die Milch mit Kalzium. Ohne Wasser könnten Mineralien überhaupt nicht in den Nahrungskreislauf kommen. Es ist viel einfacher, sich Wasser aus Kalziumionen im Wasser in den Körper zu ziehen, als in einen fetten Käse zu beißen, um sich dieses lebenswichtige Mineral dort mühsam
durch langes Verdauen herauszuerobern. In Ihrem Buch schreiben Sie, man solle entionisiertes Wasser nur trinken, wenn nach der Filtrierung wieder genügend Mineralien zugemischt worden sind. Brauchen wir die Mineralien wirklich im Wasser? Essen wir denn nicht schon genug davon? Klar können wir Mineralien auch in ausreichender Menge essen oder in Form von Milch, Obst und Gemüsesäften zu uns nehmen. Aber Wasser ohne Mineralien zu trinken ist trotzdem nicht empfehlenswert. Das beschreibe ich in meinem Buch sehr ausführlich, weil es trotz aller Aufklärungsarbeit, insbesondere der Weltgesundheitsorganisation WHO, immer noch starke Vertriebsorganisationen gibt, die den Leuten Umkehrosmoseanlagen verkaufen und gleichzeitig empfehlen, dass durch die Umkehrosmose völlig entionisierte Wasser zu trinken. Entionisiertes Wasser enthält, wie der Name schon sagt, keine Ionen mehr. Ionen sind elektrisch leitfähige Teile, die in natürlichem Wasser meist in atomarer oder molekularer Größenordnung herumschwimmen. Wie viele Ionen im Wasser sind, kann man mit einem TDS-Messgerät feststellen. In mitteleuropäischem Trinkwasser sind durchschnittlich ungefähr 500 Parts per Million. In Japan und Korea zum Beispiel weniger als 100 Parts per Million im Wasser. Manchmal wird auch die Leitfähigkeit in Mikrosiemens pro Zentimeter gemessen, wobei 2 Mikrosiemens pro Zentimeter etwa 1 Part per Million entspricht. Die Zahl der Ionen sagt absolut nichts über die Qualität des Trinkwassers aus, weil man aus der Messung nicht erkennt, um welche Ionen es sich handelt. Außerdem zahlreiche Medikamentenrückstände, Hormone, Fungizide, Pestizide leiten zum Beispiel keinen Strom, werden also in der Ionenzahl überhaupt nicht erfasst. Aber das sind ja genau die Schadstoffe im Trinkwasser, vor denen viele die allergrößte Angst haben. Obwohl sie selbst mit einem einfachen Aktivkohlefilter leicht entfernt werden können. Verstehen Sie, bereits ein wenig komplizierter Aktivkohlefilter kann das rausnehmen, wovor sich alle so fürchten. Und fast jeder Wasserionisierer hat zumindest einen solchen Aktivkohlefilter. Ich persönlich bin eher bei den Schwermetallen alarmiert, insbesondere beim immer häufiger auftretenden Uran, wo unsere Grenzwerte meines Erachtens nach viel zu hoch sind. Aber auch der Nickeleintrag ins Wasser, der insbesondere durch billige, nicht zertifizierte Designerwasserarmaturen stattfindet, stellt in meinen Augen ein großes Problem dar. Die Metalle zählen aber zu den Ionen, können durch TDS-Messung quantitativ bestimmt werden. Allerdings sind Schwermetalle bereits in einer so geringen Konzentration giftig, dass das Herummessen mit einem TDS-Prüfer aus dem Aquariengeschäft völlig sinnlos ist, weil die so gar nicht genau arbeiten und die Schwermetalle auch in der Masse der anderen Ionen völlig untergehen. Das in unserem Wasser am häufigsten Ion ist Calcium übrigens, auch ein Metall. Und von den durchschnittlich 500 ppm Ionen im Trinkwasser sind fast die Hälfte in der Regel Calcium-Ionen, die bei der Entionisierung zum Beispiel durch Umkehrosmose nahezu vollständig aus dem Wasser herausradiert werden. Und das ist genau das Problem dabei. An sich ist die Umkehrosmose eine segensreiche Technik. Man kann damit den Urin von Astronauten so filtrieren, dass er wieder trinkbar wird. Toll! Und ein Wassermangelstaat wie Israel ist nur damit in der Lage, seine Bevölkerung überhaupt mit Trinkwasser zu versorgen. Die israelische Regierung schreibt aber zwingend vor, dass das entionisierte Umkehrosmosewasser mit mindestens 50 Milligramm Calcium angereichert wird, um die Gesundheit der Bevölkerung nicht zu gefährden. Pures entionisiertes Wasser wirkt nämlich wie ein Schwamm, der Mineralien aus dem Körper zieht, was vielerlei Krankheiten zur Folge haben kann, die ich in meinem Buch näher aufführe. Kommen wir nun also doch zu Ihrem Buch. Elektroaktiviertes Wasser, eine Erfindung mit außergewöhnlichem Potenzial. Das nennen Sie ein Dreibuch mit 3 Jahren Aktualitätsgarantie. Was meinen Sie mit dem Begriff Dreibuch? Als es nur gedruckte Bücher gab, hätte man das vielleicht ein dreibändiges Werk genannt. Inzwischen dominieren digitale Medien wie E-Books, ja, sogar schon den Markt bei der Urlaubslektüre. Man nimmt sich sein Kindle oder sonstigen Reader mit an den Strand und hat eine schier unendliche Zahl von Büchern auf Abruf dabei. Dieses gedruckte Buch ist eher ein Aufbewahrungsort für solche digitalen Medien und ein Booklet mit den wichtigsten und vor allem zeitlosen allgemeinen Informationen über das Thema auf weniger als 100 Seiten. Eingebunden ist eine Video-DVD,
mit meinem jeweils aktuellsten längeren Vortrag für Leute, die lieber Fernsehen als lesen wollen. Und hinten sind mehrere E-Book-PDFs und Videos auf einer Daten-DVD-ROM. Die kann man sich auf seinen Computer, sein Handy oder Tablet laden und dort anschauen. Hier, das ist jetzt in ausgedruckter Form, die es auch separat gibt, die E-Book-PDF mit dem Band 2, die da heißt Basisches Aktivwasser von A bis Z, die wichtigsten Fragen über Wasserionisierer. Das hat jetzt ausgedruckt schon 300 Seiten. Die sind erstmal ein schlagendes Argument für basisches Aktivwasser. Manche wollen unbedingt gedrucktes, die müssen dafür natürlich auf das ständig aktuelle verzichten. Denn die digitale E-Book-PDF hat jetzt schon einige Seiten mehr und jeder registrierte Käufer des 3-Buchs bekommt 3 Jahre lang per E-Mail die jeweils aktualisierten Versionen gratis zugeschickt. Das ist mit der Aktualitätsgarantie gemeint. Damit das Ganze kein Opfer der Piratenpartei wird und wild herumkopiert, ist jedes E-Book auf den Namen des Käufers personalisiert und mit einem Passwort und Kopierschutz versehen. Und für den Buchhandel, wo ich nicht personalisieren kann, dann gibt es dann noch eine gedruckte Version des ersten und zweiten Bandes zusammen, die ist dann entsprechend dicker. Da ist dann auch kein Video drin. Aber weil meine Vortragsvideos sich sowieso wie von Geisterhand über das Internet verbreiten, kann jeder Leser mit etwas Google-Erfahrung die Filme auch dort finden. Ich muss aber sagen, diese ganz dicken Bücher kaufen hoffentlich wenige, weil ich erstens nicht für die übermäßige Abholzung von Wäldern verantwortlich sein will, sondern vor allem auch den Kontakt zu meinen Lesern halten will. Und Kontakt bedeutet eben heutzutage digitale Kommunikation. So wächst dann der digitale Band 2 durch immer neue Leserfragen automatisch Jahr für Jahr weiter. Da wird Sie aber der Buchhandel nicht gerade unterstützen, wenn Sie hier sagen, man soll die dicken und natürlich teuren Bücher, an denen er gut verdient, möglichst nicht kaufen. Der Buchhandel hat meine bisherigen Bücher auch nicht unterstützt. Trotzdem verkaufen wir zum Beispiel Monat für Monat mehr Exemplare des Servicehandbuch Mensch, obwohl das schon 2006 erschienen ist. Das geht schon in die 23. Auflage, ohne dass wir auch nur einen Cent für Werbung ausgegeben haben. Wir brauchen den Buchhandel eigentlich nur noch für Käufer, die unbedingt anonym bleiben und nicht übers Internet oder telefonisch bestellen wollen. Wir sind die Käufer des 3-Buchs am liebsten, die dann auch noch nach dem Kauf Kontakt aufbauen, etwas kritisieren oder fragen wollen. Deswegen habe ich das Buch auch keinem fremden Verlag anvertraut, obwohl das mehr Arbeit macht. Aber nur so geht das Projekt insgesamt vorwärts. Es geht in diesem Buch nicht um große Umsätze in Buchläden, sondern darum, dass es die richtigen Leute lesen und sich mit seiner Botschaft auseinandersetzen. Und Ihre Botschaft ist ja sehr deutlich. Jeder braucht einen Wasserionisierer. Einer Ihrer Untertitel heißt ja: Alles über Wasserionisierer. Sie sind also derjenige, der Fachmann, der alles darüber weiß. Ich könnte jederzeit einen bauen, der mindestens ebenso gut funktionieren würde wie die rund 200 Modelle, die derzeit auf dem Markt sind. Ich denke, es sind viel mehr Modelle, denn man findet, wenn man jetzt Wasserionisierer oder Water Ionizer bei einer Suchmaschine eingibt, sehr viel mehr. Da zählen Sie aber jetzt die chemischen, sogenannten mineralischen Wasserionisierer mit. Es hat sich leider eingebürgert, dass die sich auch Wasserionisierer nennen dürfen, obwohl sie nicht dasselbe Endprodukt liefern wie elektrolytische Wasserionisierer. Aber was ist denn jetzt der Unterschied? Außer, dass die chemischen offensichtlich wesentlich billiger sind als die elektrolytischen. Es gibt auch billige elektrolytische Wasserionisierer, neuerdings aus China und Malaysia. Allerdings würde ich im Augenblick von denen abraten. Das ist es nicht, worum es mir geht. Die Chemischen machen etwas völlig anderes. Sie dürften eigentlich gar nicht so heißen, aber der Begriff Wasserionisierer ließ sich nicht schützen. Beim elektrolytischen Diaphragma-Wasserionisierer, also dem echten, wird das Wasser, einfach gesagt, in saure und basische Bestandteile, sogenannte Anionen und Kationen, getrennt. Im basischen Teil sind dann mehr Kationen als im ursprünglichen Wasser, also mehr Mineralien wie Calcium und Magnesium. Gleichzeitig wird der nunmehr mineralreichere basische Teil, den man dann als basisches Aktivwasser trinkt, mit Wasserstoff bis zur Sättigungsgrenze verwirbelt und der Sauerstoff verdrängt.
sodass ein hochantioxidatives Trinkwasser entsteht. Beim chemischen Pseudowasserionisierer werden bestimmte Stoffe wie metallisches Magnesium durch alkalische chemische Reaktionen dem Leitungswasser zugefügt, wodurch der pH-Wert steigt. Wasserstoff wird freigesetzt und dadurch sinkt das Redoxpotenzial. Das sind drei Dinge, die auch bei einem elektrolytischen Wasserionisierer messbar sind, aber in einer ganz, ganz anderen, nämlich viel geringeren Größenordnung. Es entsteht eben kein außergewöhnliches elektrisches Potenzial, sondern ein stinknormales Redoxpotenzial in Abhängigkeit vom eingebrachten alkalischen Metall, dem daraus resultierenden pH-Wert, berechenbar nach der sogenannten Nernst-Gleichung. Da können Sie gleich statt des teuren Magnesiummetalls das Backtriebmittel Pottasche ins Wasser werfen oder einfach Natronlauge reinkippen. Die senkt nämlich auf ganz gewöhnliche Art und Weise, nämlich nach der Redoxreihe der Metalle, das Redoxpotenzial und erhöht analog den pH-Wert, entsprechend der Pufferung der Natronlauge. In der Natronlauge sind immer exakt so viele Hydroxidionen vorhanden wie Natriumionen. Hydroxidionen sind das Maß für die Basizität. Sie sind aber in der Lauge nicht chemisch frei, weil sie mit den Natriumionen korrespondieren. Ganz anders im elektrolytischen Basenwasser. Das sind meinetwegen 99% der Hydroxidionen nicht durch eine alkalische Reaktion entstanden, sondern durch die Entfernung des Wasserstoffatoms aus dem Wassermolekül. Diese Hydroxidionen haben also keinen chemischen Gegenpart. Und die aus dem Wassermolekül befreiten Wasserstoffatome vereinigen sich zu Wasserstoffgas und senken das Redoxpotenzial in einer ganz außergewöhnlichen Art und Weise bis auf Minuswerte von 0,8 Volt CSE, ohne dass das Wasser zur Alkalilauge wird. Dass dieser Wasserstoff dann antioxidativ wirken kann, liegt wiederum daran, dass dem Wasser in der Kathodenkammer auch der gelöste Sauerstoff praktisch völlig entzogen wird. Das ist der Grund für das außergewöhnlich tiefe und mit alkalischen Reaktionen niemals erreichbare Redoxpotenzial. Chemische und elektrolytische Wasserionisierer schaffen also im Ergebnis ein völlig anderes Wasser, obwohl die Kernmesswerte pH und Redoxpotenzial sich in ähnlicher Weise verändern und das Ganze für den Laien tatsächlich einen schwer erkennbaren Unterschied ausmacht. Moment, das außergewöhnliche Redoxpotenzial des elektrochemisch aktivierten Wassers ist ja eine Entdeckung des Russen Witold Bakir und wird in der russischsprachigen Welt, wie Sie selbst schreiben, heute noch als das zentrale Merkmal diskutiert. Dass Hayashi, Shirahata und Ota in Japan nicht durch die Erforschung des Wasserstoffgehalts aufgeklärt, würde Professor Bakir wohl noch heute auf die baldige Überreichung eines Nobelpreises hoffen, denn eine ganze Armee von über 1000 russischen Forschern hat sich in einem viele Jahre lang geheimen Forschungsprojekt auf diese sogenannte Anormalität des Redoxpotenzials, sowohl des basischen als auch des sauren elektroaktivierten Wassers, gestürzt. Warum war das sowjetische Wasserforschungsprojekt so lange militärische Geheimsache? Weil eine der ersten Entdeckungen über die gesundheitliche Auswirkung des elektroaktivierten Wassers war, dass die basische Komponente, das sogenannte Katholyt, hervorragend als Strahlenprotektor und als Therapeutikum bei Strahlenschäden eingesetzt werden kann. Den genauen Grund kennen vielleicht nur wenige Leute. Aber dies war die Hochphase des Kalten Krieges, in der eine atomare Kriegsführung wie ein Damoklesschwert über der ganzen Welt hing. Hier ein so einfaches und wirksames Mittel gegen die Strahlenschäden zu entwickeln, erschien den Verantwortlichen wohl als militärisch wichtiges und geheimhaltungsbedürftiges Projekt. Obwohl in der Sowjetunion enorme Geldsummen für die Wasserforschung mobilisiert wurden, beherrschen doch heute die Japaner und Koreaner den Markt der Wasserionisierer. Nicht ganz. Auf dem Gebiet des sauren Elektrolytwassers, das man Anolyt nennt, sind die Russen unter der Führung von Professor Bakir heute absolute Marktführer. Anolyt ist das absolute Gegenteil von Katholyt. Es ist nicht hochantioxidativ, sondern hochoxidativ. Damit ist es in der Hygieneindustrie nahezu unschlagbar, da es kostengünstig und umweltfreundlich zugleich ist. Nach Bakir
gibt es kaum ein russisches Krankenhaus, das nicht mit Anolyt desinfiziert. Haben Sie schon mal was von MRSA in einem russischen Krankenhaus gehört? Ich nicht. Bakir hat 2015 ein richtig fettes Fachbuch über grüne Chemie veröffentlicht. Wie üblich wurde es leider nicht in andere Sprachen übersetzt. Man muss froh sein, dass es wenigstens eines seiner wichtigen Bücher aus dem Jahr 1997 auf Englisch gibt. Aber auch das basische Trinkwasser, das in Russland lebendiges Wasser genannt wird, ist dort in der Bevölkerung sehr beliebt. Kleine Wasserionisierer werden dort zu Spottpreisen in vielen Supermärkten verkauft, wie bei uns Kaffeemaschinen. Ja, und warum gibt es sowas nicht bei uns, nur die teuren Geräte aus Japan und Korea? Wenn in Russland ein Buch zu diesem Thema erscheint, dann sind 10.000 Exemplare in 0,nix ausverkauft. Lebendiges und totes Wasser sind dort in der Volksmedizin so bekannt wie bei uns der Wadenwickel. Die Russen sind sehr stolz auf ihre Entdeckung. Sie waren tatsächlich nicht die Ersten, das waren deutsche Erfinder, aber sie haben als Erste systematisch etwas daraus gemacht. Das russische Fernsehen arbeitet das Thema mit aufwendigen Sendungen auf. Die russischen Geräte schaffen es in Europa nicht einmal über den Zoll, weil sie nicht den CE-Vorschriften für Elektrosicherheit entsprechen. Die fernöstlichen Industrienationen dagegen bauen erstens bessere Geräte und haben auch keine Probleme mit unseren Normen. Billige Geräte will bis jetzt auch kaum jemand bei uns verkaufen, weil es wegen der allgemeinen Unkenntnis des Themas sehr aufwendig ist, sie zu vertreiben. So weit, dass wir einen Massenmarkt haben, sind wir einfach noch nicht. Und Sie wollen das jetzt mit Ihrem Buch ändern? Ja, ich denke, der Paradigmenwechsel beim Trinken ist notwendig und daher nicht mehr aufzuhalten. So wie die Evolution des Menschen mit dem Kochen begonnen hat, wird sie einen wesentlichen Schritt weitergehen mit der elektrolytischen Behandlung des Wassers, um es energiereich und ja, und ich sag's, nahrhafter zu machen. 2012 habe ich begonnen, die Redox-Revolution auszurufen. Es ist eigentlich nur eine Redox-Evolution, mit der wir energieverzehrende und müllverursachende Prozesse intelligent überspringen, anstatt unsere Nahrung zu zerkochen, zu zerkauen, zu verdauen und schließlich durch Sauerstoff zu oxidieren, schaffen wir uns mit der elektrolytischen Wasserstoffgewinnung den direkten Zellbrennstoff. Bis jetzt sitzen wir am Ende der Nahrungskette, wir können uns aber auch schon an das Ende der Stoffwechselkette setzen. Dazu brauchen wir nur elektrischen Strom, den wir irgendwann, wenn die Energiewende wirklich vollzogen worden ist, gratis von der Sonne abzapfen können, die noch so viel Wasserstoff besitzt, dass es weit in die Zukunft hinein reichen wird. Also als Revolutionär sind Sie sozusagen back to the roots bei Ihren Wurzeln als Politikwissenschaftler? Ich bin eigentlich nur der PR-Journalist des Wasserstoffzeitalters. In der Naturwissenschaft habe ich nur herumgewühlt, weil es ein Gebiet gab, das mich journalistisch interessiert hat. Auf diesem Gebiet, da gab es mir zu viele Wunder, die sich in den derzeit 73 bekannten Anomalien des Wassers ausdrücken. Wenn ich meine Recherche irgendwann mal abgeschlossen habe, dann habe ich hoffentlich so viele Naturwissenschaftler motiviert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dass es keine Anomalien mehr gibt, sondern dass man das Wasser wirklich versteht. Antoine de Lavoisier war Waffenverwalter des französischen Königs, als er vor rund 230 Jahren mithilfe einer abgesägten Flinte die Natur des Wassers endlich entschlüsselt hat. Warum sollte ich als jemand, der die Waffen der Worte zu verwalten gelernt hat, nicht auch einen Teil dazu beitragen können? Sie wollen also weiterforschen und die Wasserwissenschaft vorantreiben. Ihr jetziges Buch ist also nur ein, kann man sagen, Zwischenbericht und nicht Ihr letztes. Mir wäre es lieber, das würden andere schreiben, die mehr Vorbildung, größere finanzielle Forschungsmittel und Jugend besitzen. Ich wäre schon zufrieden, wenn solche Leute sich von diesem Buch inspirieren ließen und ihr eigenes Wissen zu meinen Forschungsansätzen addieren. Ich habe auch viele Ideen, wie man Wasserionisierer so billig machen kann, dass jeder sich einen leisten kann, dass sie in keinem Kaufhaussortiment mehr fehlen. Das heißt, Sie möchten selbst Geräte entwickeln. Quasi, kann man sagen, von der Schreibmaschine zum Schraubenzieher wechseln. Damit habe ich längst begonnen.
und ich quäle bereits hartnäckig einige Ingenieure mit meinen Ideen. Ich hoffe, es finden sich noch ein paar weitere, wenn sie meine Bücher lesen. Meine Tochter hat übrigens gerade ihr Chemiestudium begonnen, die soll sich dann mit der akademischen Welt durchschlagen. Für die Auseinandersetzung mit den Professoren an der Uni bin ich einfach zu progressiv und zu alt. Ich bin Jahrgang 55, das sind Sturköpfe, so Leute wie Bruce Willis oder Garagenbastler wie Bill Gates und Steve Jobs, die ihre Ideen einfach durchgezogen haben. Das iPhone ist nicht an der Uni erfunden worden. Aber es hat die Welt des Telefonierens zu einem sinnlichen Kommunikationserlebnis gemacht, das Spaß macht. Und basisches Wasser ist auch ein sinnliches Produkt. Das ist nicht nur ein Getränk, es ist ein neuer Drinkstyle. Durch seine Elektronenbeladung saugt es sich förmlich über die Geschmackspapillen der Zunge in den Körper hinein. Mein erstes Buch vor 37 Jahren ging ja über Weißbier. Dieses alte, hefetrübe, bayerische Kulturgetränk war damals total unschick, galt als eklig und immer mehr Brauereien gingen davon weg. Heute ist die Sortenvielfalt, schauen Sie sich um, geradezu explodiert. Sie bekommen Weißbier an jedem Flughafen der Welt, getreu dem alten Werbespruch, einmal landet jeder beim Erdinger Weißbier. Ich habe also schon eine gewisse Erfahrung in Trinkrevolutionen und so möchte ich dafür sorgen, dass man in jedem Kaufhaus der Welt einen Wasserionisierer bekommt. Aber bitte kaufen Sie zuvor erstmal mein Buch, damit ich das Projekt schneller vorwärts bringe. Und das Interview beenden wir jetzt bitte auch, sonst erzähle ich Ihnen noch alles, was da drin steht. Es war nicht meine Absicht, Ihnen jetzt alles daraus zu entlocken. Aber einen kleinen Eindruck hat dieses Interview vielleicht vermitteln können, was hinter dieser deutschen Basenwasserbewegung eigentlich steckt. Vielen Dank, Herr Asenbaum. Und vielleicht noch eine ganz winzige Frage. Sie haben ja schon gesagt, dass das basische Aktivwasser ursprünglich eine deutsche Erfindung war. Noch dazu war es, wie ich Ihrem Buch entnehme, ein Münchner Ingenieur, der es erfunden hat, Alfons Natterer. Der wollte zuerst nur Bier daraus brauen und kam erst später auf den medizinischen Nutzen. Sie sind ja selbst aus München und haben ja auch in einem früheren Buch eine durchaus gewisse Affinität zum Thema Bier gezeigt. Kann man denn mit diesem Wasser auch Bier brauen oder sonst irgendetwas Sinnvolles da mitmachen, außer es zu trinken? Mal mit dem basischen Wasser bin ich natürlich schon lange dran. Ich habe auch schon probeweise damit gebraut und gerade vor einigen Wochen hat ein Institut der TU Weihenstephan mit ernsthaften wissenschaftlichen Versuchen dazu begonnen. Aber pst, das ist in Bayern so geheim wie in Russland die Wasserforschung. Und natürlich kann man das basische Wasser nicht nur trinken. Das steht alles in meinem Buch. Ich will Ihnen nur den Rahmen dazu sagen. Der gelöste Wasserstoff darin ist der Grund, warum ein welker Salat wieder frisch wird, wenn Sie ihn darin einlegen. Das geht mit Obst und Gemüse genauso. Der Wasserstoff dringt ein. Er wirkt antioxidativ. Er verjüngt und senkt das Redoxpotenzial. Das ist zum Beispiel auch in dem Buch von dem Weihenstephaner Professor Manfred Hoffmann gesagt. Bei Bioware findet man immer das niedrigste Redoxpotenzial. Unsere Lebensmittel kommen durch die globalen Transportketten ja gar nicht mehr frisch, sondern uralt beim Verbraucher an. Wir lieben Frische, heißt es in der Werbung, aber wir kriegen Frische, ist meistens Utopie. Wasserstoff ist der Stoff des Lebens und der Jugend. Er durchdringt sogar eine Eierschale innerhalb von einer Stunde, wenn ich das Ei einlege und der Dotter springt dann wieder rund in die Pfanne, anstatt flach dahin zu dümpeln. Also, wer redet denn vom Wasser trinken? Sie haben mich ja nur nach Wasser gefragt, weil Sie das dicke Buch nicht in so kurzer Zeit gelesen haben. Gut, jetzt werden Sie ein bisschen frech. Vielleicht doch Zeit, dass wir das Interview beenden. Ich bin auch schon, muss ich feststellen, ein bisschen dehydriert. Gut, gehen wir dann noch einen trinken? Na klar, aber zuerst mal basisches Aktivwasser. Das hydriert schneller als jedes andere Wasser. Wie Sie ja in Ihrem Buch dargestellt haben. Das habe ich nämlich durchaus gelesen, Herr Asenbaum. Ja, und danach können wir gerne ein übersäuerndes Getränk zu uns nehmen. Die Japaner trinken das basische Aktivwasser übrigens als Hangover oder Katerkiller statt Alka-Seltzer. Ah ja, wirklich? Also ich dachte, es ist gar nicht so stark basisch. Ist der Kater gesund, freut sich der Mensch.